ein paar Stunden in Jakarta, in Indonesien, zur Unterzeichnung des Freihandelsabkommens. Es war ein wunderschönes Wochenende, warm, gemütlich, business-driven. Wir haben damit eine Chance eröffnet für unsere Unternehmungen, die einen Zusatzmarkt finden zu präferentiellen Bedingungen, damit die Wertschöpfung hier bei uns gesteigert werden kann und damit hier über die gesteigerte Wertschöpfung die Jobs besichert oder neu geschaffen werden. Das ist die Idee dieser Freihandelstätigkeit. Für mich war es jetzt das letzte abgeschlossene Abkommen. Ich freue mich darüber und freue mich, wenn die Nachkommenschaft genauso intensiv die Märkte sucht.